Uwe Berger erzählt uns jetzt, warum er nie Smart Home machen wollte, es aber dann doch irgendwie passiert ist. Stage is yours. Gut, alles klar, ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, genau, ich wollte nie Smart Home machen. Ich hatte gerade schon einen kleinen Chat mit Harald, der wird nämlich in diesem Vortrag vorkommen. Er ist nämlich schuld, dass ich mich jetzt doch mit Smart Home beschäftige. Und okay, schauen wir mal, wie der Vortrag wird. Und vielleicht ein Tipp, die draußen an den Streams sind, wenn sie mir Fragen stellen wollen, die Jungs draußen, dann kommt rein ins BBB und da können wir dann chatten, beziehungsweise wenn der Moderator dann nachher das Mikro anmacht, können wir uns vielleicht auch unterhalten. Okay, fangen wir einfach mal an. Also ich wollte nie Smart Home machen. Mein Name steht da, meine E-Mail-Adresse steht auch da. Und vielleicht ein paar kurze Worte zu mir, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Uwe Berger, ich komme aus Brandenburg, Brandenburg an der Havel. Hier gibt es auch eine Linux-User Group, und zwar die Brandenburger Linux-User Group. Wir agieren so ein bisschen in der Stadt, machen ein paar Vorträge, machen Stammtische. Wenn man uns fragt, dann antworten wir auch manchmal zu Themen von Linux und freier Software. Haben auch eine Kooperation mit der Volkshochschule hier und halten dort ab und zu mal Vorträge, wenn angefragt wird, beziehungsweise wenn wir der Meinung sind, dass das auch für die Allgemeinheit wichtig ist. Ansonsten, ich bin im richtigen Leben Softwareentwickler bei einem großen Maschinenbauhersteller, der ein Zweigwerk hier in Brandenburg hat. Vielleicht ein bisschen konkreter, der Maschinenbauhersteller, der stellt Druckmaschinen her. Ich bin da so ein bisschen Softwareentwickler für MES-Systeme, Logistiksysteme und alles, was da so in diesem Umfeld mit zu tun hat. Ich bin schon etwas älter, auch wenn man es vielleicht nicht hoffentlich auf dem Bild sieht. Beschäftige mich schon seit 95 ungefähr mit Linux, also auch in den Anfängen war ich schon irgendwie ein bisschen aktiv. Und ansonsten so in meiner Freizeit, außer Drachensteigen, wie man da so auf dem Bild sieht, das ist ein Bild vom letzten Jahr, Insel Rügen. Ich steige immer sehr gerne Drachen. Ich bin der Typ da im Vordergrund, nicht der Oktopus dort. Oh, man merkt, dass meine. Ja, genau. Also schwarz-weiß ist immer Retro, deswegen bin ich auch ein bisschen älter. Genau, Harald. Ja, also ich bin der Typ da vorne. Der Oktopus ist einer meiner Lieblingsdrachen dort. Und das war also ein Bild vom letzten Jahr, wo ich trotz Corona mal mit meiner Familie auf die Insel Rügen gegangen bin. Okay, fangen wir an. Smart Home. Der Smart Home, vielleicht erstmal eine Definition. Intelligentes Zuhause, kann man das so ein bisschen übersetzen, ist im Prinzip ein Sammelbegriff für irgendwelche Technologien, wo man die, ja, genau, wo man die Lebensqualität in Wohnräumen erhöhen sollte, könnte. Machen, tun. Ob das jetzt alles sinnhaftig ist, die Frage muss sich selber jeder stellen. Nicht ohne Grund hatte ich auch dieses Thema mal gewählt, weil ich fand das bis jetzt immer ein bisschen sinnlos. Aber kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Aber okay, was vernetzt man da so? Man vernetzt, man fernsteuert seine Haustechnik, also sprich irgendwelche Lampen, Schalter, von mir aus auch die Heizung, die Jalousien. Unterhaltungselektronik kann man auch vernetzen, überwachen, steuern. Warum ich dann tatsächlich dann doch auf die Schiene gesprungen bin, mich interessiert so das Automatisieren von Abläufen. Ist vielleicht auch meinem Beruf ein bisschen geschuldet. Und aber trotzdem stelle ich mir immer noch die Frage, was mache ich denn in so einem intelligenten Zuhause? Gut, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe es dann irgendwann mal für mich entschieden und bin dann auch auf diesen Weg gekommen. Aber wenn man mich früher immer so gefragt habe, Uwe, kennst du dich dann irgendwie aus mit Smart Home? Dann hieß es immer, nein, vernetzte Toaster, Kaffeemaschinen, finde ich total blöd. Auch Jalousien, die zugehen automatisch und man ist draußen auf der Terrasse und kommt dann nicht mehr ins Haus, weil man den Schlüssel nämlich mit reingenommen hat, finde ich eigentlich immer doof, immer noch doof. Aber vernetzte Toaster und Kaffeemaschinen waren für mich auch immer doof. Und deswegen Smart Home, okay. Dann habe ich natürlich auch ein paar Mitbewohner hier in dem Haus, und da kommt dann immer abends die Aussage, du hast schon wieder vergessen, das Licht im Flur auszuschalten. Und dann sage ich immer ganz laut, ja, und denke mir dann immer, ja, okay, oder habe mir dann immer so gedacht, ja, okay, man müsste sich da vielleicht mal was einfallen lassen, müsste irgendwas machen. Und dann gab es die Frostcon 2020, wo Harald einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat, Gebäudemonitoring, Smart Home,
einmal anders. Mittlerweile hat er den Vortrag, glaube ich, schon in Abwandlungen auch auf dem CLT und auch gestern gehalten, hier wieder bei der Frostcon, immer weiter erweitert. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, habe mir den Vortrag angeguckt, habe dann 2, 3 Tage drüber überlegt und habe dann gesagt, naja, okay, müsste man eigentlich auch mal anfangen. So uncool ist das ja gar nicht, zumal auch die Hardware, die er dort in seinem Vortrag vorgestellt hat, relativ interessant war. Und letztendlich wird jetzt dieser Vortrag genau über diese Geschichte gehen. Wie ich sie dann interpretiert habe, Harald geht ein bisschen in eine andere Richtung. Er macht so ein bisschen Monitoring, Luftüberwachung, Klimaüberwachung in seinem Bürohaus, wo er arbeitet, wenn er nicht im Homeoffice ist. Und ja, ich habe dann im Prinzip angefangen, mein Haus zu vernetzen und so ein bisschen rumzuspielen. Angefangen habe ich dann genau mit diesen 3 Dingen, mit irgendeiner Philips-Lampe, die es im Mediamarkt hier im Sonderangebot gab, habe ich, glaube ich, für unter 10 Euro bekommen, habe mir dann den Stick, den Harald dort in seinem Vortrag unterstützt hat und beschrieben hat und eingesetzt hat, dann auch mal gekauft und habe das Ganze dann irgendwie mit Notred zusammen gemixt und letztendlich werde ich heute genau das zeigen, wie man von diesen 3 Komponenten dann in mein Smart Home kommt oder wie der Weg dorthin war. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne zwischendurch stellen. Ich habe den Chat mit an. Wenn ich das dann lese, was ihr da so fragt, kann ich auch darauf antworten. Okay, also Haralds Hardware-Vorschlag auf der Frostcon letzten Jahres sah ungefähr so aus. Ein Conbi oder ein Raspi-Stick, also von Dresden Elektronik ist das so ein Produkt. Der Conbi, das ist dieser Stick hier oben, den man an einen USB-Port steckt, beziehungsweise es gibt dann auch direkt was für ein Raspberry, den man dann auf diesen Header stecken kann. Das nennt sich dann Raspi 2. Letztendlich ist es nichts weiter als ein universelles Zigbee-Gateway. Und der große Vorteil von dieser Lösung von Dresden Elektronik ist, man ist nicht festgelegt auf irgendeinen Hersteller. Also nicht so wie bei Philips, dass man nur Philips-Komponenten anschalten kann oder bei IKEA nur das geht, also IKEA-Lampen an dieses IKEA-Gateway ranstecken kann oder was es dann noch so alles gibt, sondern man kann sehr, sehr viele Geräte unterschiedlicher Hersteller integrieren. Bis zu 200 Devices kann man an dieses Gateway einbinden. Harald hat da auch gestern nochmal, glaube ich, von seinen Experimenten berichtet. Wenn es mehr als 200 Devices sind oder wenn man kurz vor der Grenze ist, gibt es ein paar komische Verhaltensweisen von diesem Conbi-Stick beziehungsweise von der Software, die dahinter ist. Aber das hat er gestern ausführlich erklärt und okay. Aber 200 Devices so für so ein Smart Home hier zu Hause ist schon sehr sportlich, wenn man das so weit treiben möchte. Also ich bezweifle mal, dass man bei sich zu Hause auf diese Grenze da überschreitet oder kratzt. Weiterer Vorteil, ich bin auch ein bisschen so paranoid, was so Sicherheit und Datenverschwendung anbetrifft. Es ist keine komische Cloud irgendwie dazwischen, wie bei anderen Lösungen. Und ja, also man behält seine Hardware hier im Prinzip in seinen eigenen 4 Wänden, seine Daten hier in den eigenen 4 Wänden und ist nicht angewiesen, irgendwo eine Internetverbindung aufzubauen, wenn man nicht gerade von draußen steuern möchte. Ja, und was natürlich auch ganz cool ist, zu diesem Stick wird auch ein bisschen Software mitgeliefert und unter anderem wird auch eine REST-API dort zur Verfügung gestellt, mit der man dann im Prinzip seine eigenen Systeme aufbauen kann und auch selber programmieren kann, was ich dann im Prinzip auch gemacht habe. Ich habe nicht irgendein ein Smart Home System von der Stange genommen, laufen ja ganz viele in der Welt rum. Ich habe mir gedacht, machst mal selber was, machst es nach deinen Gegebenheiten und nach deinen Wünschen und nach deinen Interessenlagen. Und da ist im Prinzip dann so ein bunter Flickenteppich verschiedener Komponenten aufgelaufen und wurden dafür verwendet. Und genau das erzähle ich jetzt so ein bisschen in diesem Vortrag. Gut. Ja, Zigbee. Mal eine Internetadresse zigbeeallianz.org. Dort kann man genauer lesen, was das ist, was das für ein Standard ist, wer da alles mitspielt. Letztendlich ist es aber nichts weiter als eine Spezifikation für drahtlose Netzwerke, die sich dadurch auszeichnen, geringer Strombedarf im Gegensatz zu anderen Komponenten.
Die Hardwarekosten sind sehr gering, der Hardwareaufwand ist sehr gering. Nachteil ist vielleicht, wenn man das als Nachteil ansehen möchte, kleine Übertragungsraten. Die Reichweite ist nicht besonders groß, kleiner 100 Meter, aber jetzt sind wir auch wieder irgendwo im Smart Home in seinen eigenen vier Wänden. So groß, also so eine große Villa habe ich nicht. Wer eine große Villa hat, der kann dann auf so eine Geschichten wie Harald auch beschrieben hat, und ich glaube, ich habe auch so ein Gateway noch, kann man dann auch die Reichweite verlängern. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Letztendlich ist das Zigbee-Netzwerk ein Meshing-Netzwerk, also jede Komponente, wenn sie sich erreicht, kann sich mit jeder verbinden und kann dann über diese einzelnen Knoten die Daten übertragen zum Gateway. Und diese Übertragung ist dann auch verschlüsselt. Okay. Ja, was gibt es noch so für Alternativen zu Zigbee? Also man muss nicht unbedingt Zigbee einsetzen. Man kann auch irgendwas mit Wi-Fi machen. Dann gibt es Z-Wave, Bluetooth, DECT und vieles andere, drahtlose. Also da gibt es ganz viele Lösungen. Kommt dann immer darauf an, was man dann im Background, erstens, was man versteht, was man im Background machen möchte, wie man das programmieren möchte. Und ich habe auch mehrere Wi-Fi-Sensoren, die ich jetzt auch in meinem Smart Home-System mit integriert habe. Da kommen wir vielleicht auch noch auf ein, zwei Folien dazu. Aber letztendlich jedem das seine, was er da gerne benutzen möchte. Ich habe halt diese Zigbee-Variante als drahtlose Variante benutzt. Es gibt natürlich auch kabelgebundene Varianten, KNX. Kennt vielleicht jeder DMX, vielleicht nicht ganz so bekannt. Das ist so in der Veranstaltungstechnik, so dass das Nonplusultra, wenn man Musikkanäle steuern möchte, wenn man Licht steuern möchte bei irgendwelchen Konzerten, dann ist so DMX so das Nonplusultra. Und mit Sicherheit gibt es noch einige andere. Okay, ich hatte ja kurz gesagt, zu diesem Stick wird auch ein bisschen Software ausgeliefert oder kann man benutzen, sollte man vielleicht auch benutzen. Im Prinzip sind das zwei Applikationen. Das eine ist diese Foscon-App. Der Link zu der App, zu der Doku, der steht dort oben. Diese Anwendung braucht man im Prinzip, um Zigbee-Geräte, also eine Lampe oder ein Schalter oder was auch immer, einzubinden in sein System, und bietet auch eine sehr primitive oder einfache Möglichkeit, diese auch zu steuern. Man kann auch Zeitpläne hinterlegen, wann sowas angeht, oder man kann auch Gruppen definieren, was, wenn man auf einen Schalter drückt, welche Lampen dort alles angehen sollen und so eine Geschichten oder ausgehen sollen. Kann man dort alles machen, ist allerdings relativ einfach gestrickt. Dem einen oder anderen reicht das vielleicht, mir hat es dann nicht mehr gereicht und deswegen beschreibe ich dann meine Lösung gleich. Zweite Applikation, die man im Prinzip zwingend braucht, das ist dieses Decons. Der Link steht auch wieder dort auf dieser Folie. Und letztendlich, oder das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte, es ist ein Dienst, also man kann es als Dienst starten, dann hat man dieses wunderschöne Bild nicht mit seinem Meshing-Netzwerk, was Harald gestern auch in seinem Vortrag hatte. Bei mir kommt, glaube ich, dann auch nochmal gleich eine Seite dazu, dass diese Visualisierung bekommt man nur, wenn man es als Standalone-Applikation startet. Ansonsten, wenn man es als Dienst startet, dann läuft das Zeug im Hintergrund. Und die wichtigste Komponente, die für mich am wichtigsten war, ist im Prinzip diese REST-API, die dort auch mit in diesem Dienst mit implementiert ist, mit dem man dann im Prinzip mit HTTP aufrufen, Status abfragen kann, Geräte steuern kann und solche Geschichten. Okay. Gut, wie installiert man das Zeug? Man kann es einmal von Hand installieren. Wenn man ein Ubuntu zum Beispiel oder ein Debian oder ein Raspbian hat, dann kann man das auch aus der Paketverwaltung machen. Es gibt auch Docker-Container für diese Foscon- und Decons-Applikationen. Und es gibt auch was für Windows, also auch Windows-Programme dafür. Muss jeder selber wissen, wie er es installiert. Beschreibung ist da oben in dem Link zu sehen. Das Einfachste ist einfach über eine Paketverwaltung. Da kann man dann im Prinzip auch die Aktualisierung relativ entspannt installieren oder updaten, wenn es dann mal eine Aktualisierung gibt. Die gibt es relativ häufig übrigens, weil immer wieder
neue Geräte eingebunden werden. Also die Entwickler-Community oder die Jungs dort bei Dresden Elektronik, die sind relativ aktiv und binden immer wieder neue Lampen, neue Schalter, neue Geräte, neue Bewegungsmelder, neue Rauchmelder, was es da alles so gibt, von unterschiedlichen Herstellern ein. Und man sollte ab und zu wirklich mal gucken, was gibt es da Neues und braucht man das? Und wie gesagt, über die pa Paketverwaltung kann man das dann installieren oder eben halt auch von Hand. Ja, und ab und zu kommt es dann auch vor, dass man hier diesen Stick, ich halte mal in die Kamera, da ist er, da ist meiner hier, da, dass man da auch mal die Firmware aktualisieren muss, hängt auch damit zusammen, wenn neue Geräte eingebunden werden, dann muss man auch ab und zu mal die Firmware aktualisieren. Die Tools dafür, die findet man auf dieser Webseite und auch wie man das macht, braucht man keine Angst haben. Ich habe es jetzt schon 2, 3 Mal gemacht und habe meinen Stick dabei nicht geschrottet. Beim ersten Mal hatte ich da so ein bisschen meine Bedenken gehabt, aber dann lief das alles relativ entspannt. Ich glaube, das brach auch beim ersten Mal ab. Da hatte ich dann schon halt Herzinfarkt bekommen und dann habe ich es nochmal gestartet und dann ging es also kein Thema. Kann man machen ohne Probleme und sollte auch man auch ab und zu mal gucken. Also auf der, ich weiß jetzt, auf der Foscon-Seite, also das ist auch eine mit dem Web-Frontend, wenn man darauf geht, sich anmeldet, dann sieht man auch, mit welcher Version man gerade läuft. Und ob es eine neue Version gibt. Und dann kann man dann auch hin verzweigen zum Changelog und gucken, ist das interessant, was es da gerade in der neuen Version gibt. Und wenn man der Meinung ist, man installiert es, dann installiert man das. Ich halt einfach alles relativ entspannt und problemlos. Okay, das ist so ein bisschen das Rüstzeug, was man da so braucht. Der Stick, die Software, die es dazu gibt. Wie gesagt, das ist alles irgendwie Zigbee. Zeugs und hier mal eine Seite. Ich hatte ja vorhin gesagt, Hersteller unabhängig oder hatte ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Es gibt eine interessante Seite. Link ist dort oben im Internet, wo alle Devices aufgelistet sind, die mit diesem, mit Decons beziehungsweise mit diesem Gateway von Dresden Elektronik kompatibel sind, die man einbinden kann. Und Updates waren immer ja. Habe ich ja erzählt, Harald, genau. Okay, also eine Liste aller Devices, die man da so einbinden kann. Man kann dann auf jedes Device raufklicken. Man sieht dann, welche Werte dort zur Verfügung gestellt werden, wenn das irgendwelche Sensoren sind. Oder bei Schaltern der Status oder beim Rauchmelder ist ganz interessant, was man da noch so alles ansteuern kann. Oder was haben wir hier noch? Zum Beispiel so eine steuerbaren Steckdosen, die sind ja manchmal auch mit Leistungsmessern ausgerüstet und auf diesen Kompatibilitätsseiten ist dann immer so aufgelistet, kann man das sich wirklich diese Werte auslesen, kann man die ansteuern. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Rauchmelder gehabt, der zwar hier in dieser Kompatibilitätsliste mit drinne war, wo ich dann die Sirene nicht selber ansteuern konnte, obwohl das dort aufgelistet war. Und das war dann so ein Fall gewesen, okay, dann musste man ein Firmware-Update machen und danach hat es dann funktioniert. Gut, also sehr interessante Liste, die ist auch ellenlang, so ziemlich jeder Hersteller vertreten, den man sich vorstellen kann und der irgendwie und wo die Devices dann Zigbee machen können. Und man findet damit Sicherheit für seinen Anwendungsfall auch das richtige Gerät. Gut, das sind so die Geräte, die ich derzeit im Betrieb habe in meinem Netzwerk, in meinem Smart Home Netzwerk. Da sieht man schon, das sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 unterschiedliche Hersteller oder 7 unterschiedliche Hersteller. Hier mit dieser Lampe dort habe ich angefangen, war ja auf einem Bild zu sehen und bin dann sehr schnell zu den IKEA-Komponenten umgeschwenkt, weil die auch relativ gut verfügbar sind. Außer die Steckdosen gab es eine interessante Geschichte. Ich bin ja auch so der Typ, der ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung macht, also so ein Rentier auf die Garage stellt und das zur Weihnachtszeit dann immer, wenn es dunkel ist, ansteuern möchte. Und dieses Weihnachten war es dann so gewesen, okay, dachte ich mir, brauchst du noch eine Steckdose dafür? Und dann habe ich doch tatsächlich, bin ich extra in den IKEA-Baumarkt gefahren oder in den IKEA-Markt gefahren und da gab es dann tatsächlich keine Steckdosen mehr. Wahrscheinlich gab es noch mehr so eine komischen Typen, die der Meinung waren, zu Weihnachten irgendwelches Zeug anzusteuern und haben die Steckdosen leer gekauft. Da musste ich dann mir hier, ich glaube, die sind dann in der Zeit angeschafft worden.
musste ich dann auf einen anderen Hersteller umschwenken. Ja, ansonsten Steckdosen, Schalter, Lampen, Bewegung, das ist hier so ein Bewegungsmelder. Das ist hier so ein Gateway, also so ein Repeater, so eine Art Repeater, den man in sein Netzwerk einbinden kann, wenn die Reichweiten nicht mehr reichen. Hat der Harald gestern auch in seinem Vortrag nochmal erzählt. Steckt man irgendwo in die Steckdose, wo man der Meinung ist, da müsste man jetzt verlängern und dann ist das so eine Art Repeater. Auch von IKEA, 10 Euro, also relativ preiswert, glaube ich. So in der Hausnummer war es gewesen. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es auch bei Lidl zwei Serien, die man einbinden kann und die ich auch eingebunden habe. Dann, das ist hier, weiß gar nicht, wo man das Zeug hier kriegt, Aldi oder irgend sowas, weiß ich gar nicht. Nee, bei DM oder bei Rossmann habe ich das Zeug gekauft, genau. Müllerlicht. Dann Xiaomi, gibt es ganz, ganz viele. Da gibt es ganz viele tolle Schalter. Das hier oben, der wird hier auch nachher eine Rolle spielen. Der hängt hier übrigens bei mir hier. Da sieht man den. Das ist der Schalter. Das ist hier so meine Schaltzentrale hier oben in meinem Dachgeschoss, mit dem ich so alle Lampen hier steuern kann und Steckdosen, wenn ich möchte. Dann gibt es auch bei Xiaomi interessante Sensoren. Da, wo jetzt gerade der Punkt drauf ist, das ist so ein Feuchtigkeitssensor, Luftdruck und Temperatur, sind mit Batterie ausgerüstet. Wie lange jetzt die Batterie hält, habe ich bis jetzt noch keinen Sensor gehabt, wo die Batterie ausgefallen ist. Harald hat gestern berichtet, dass er schon mehrmals bei diesen Sensoren, denke ich mal, dass es diese waren, die Batterie ausschalten musste. Tauschen musste. Wie gesagt, ich hatte noch kein Problem gehabt. Vielleicht ist es bei mir auch relativ konstant. Harald hatte gestern berichtet, die senden nur dann, wenn es einen Temperaturunterschied oder einen Messwert unter, also bei Temperatur hat er gesagt 0,5 Grad. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Feuchtigkeit und bei Luftdruck ist. Nur dann senden die was. Also vielleicht ist es bei mir relativ konstant hier in dem Haus, dass sie dann nicht mehr so viel senden und dass dann vielleicht auch die Batterie länger hält. Ja, und dann hier noch dieses Ding hier von Bitron, das ist ein Rauchmelder. Man muss ja jetzt neuerdings seit diesem Jahr, zumindest in Brandenburg ist es so, meine Frau sagte mal, ich sollte doch jetzt mal anfangen, hier mal Rauchmelder auszurüsten, weil es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man zumindest in Räumen, die auch Ex-Rettungsweg oder Aufenthaltsräume sind, also entweder an Rettungswegen oder an Aufenthaltsräumen, Rauchmelder installieren muss. Und ich habe es mittlerweile noch nicht ganz geschafft. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich schon so ein Netzwerk habe und so ein bisschen Smart Home habe, dann kann man auch so einen Rauchmelder sich, der Zigbee-fähig ist und der auch in dieses ganze Netzwerk mit einbindbar ist, benutzen. Und Bitron, das ist zum Beispiel so einer, den kriegt man, glaube ich, nicht über Amazon, sondern den kriegt man mit dem großen C, der Versender. Ist ein bisschen teurer als ein normaler, aber man hat auf jeden Fall seinen Spaß damit. Und man kann auch zum Beispiel eben halt, deswegen musste ich auch mal ein Firmware-Update machen, auch die Sirene unabhängig von diesem Rauchmelder ansteuern. Also sprich, wenn unten jemand klingelt, könnte man auch die Sirene in allen Räumen loslaufen lassen und wieder abschalten. Ja, das sind so ein bisschen die Geräte, die bei mir rumlaufen in meinem Smart Home-Netzwerk. Und ja, wie gesagt, in der Liste davor findet man noch ganz, ganz viele andere Devices unterschiedlicher Hersteller, die man da einbinden kann, mehr oder weniger komfortabel, aber es funktioniert. Ja, hier nochmal ein Bild von meinem Zigbee-Mesh-Netz. Also hier sieht man eben die verschiedensten Komponenten. Ich glaube, hier, das ist das eigentliche Gateway, wenn mich nicht alles täuscht. Konfigurationstool, also das ist im Prinzip dieser Stick hier. Ich halte nochmal die Kamera. Und man sieht jetzt im Prinzip die verschiedensten Geräte, die ich da irgendwo in meinem Netzwerk habe. Und man sieht eben halt auch das Meshing, also dass sehr viele Wege über unterschiedliche Nodes dort geschalten sind, je nachdem, wie die gerade erreichbar waren, als die angeschaltet wurden. Und wenn man denen auch einen Namen gibt im Decons beziehungsweise im Foscon, dann erscheint hier auch immer der Name. Ich habe versucht, immer sinnvolle Namen zu geben, damit ich die nicht suchen muss.
so wie Harald gestern gesagt hat, ist es bei ihm, glaube ich, nicht ganz so. Und da muss er immer suchen, wo die Dinger sind. Ich habe versucht, denen immer einen vernünftigen Namen zu geben. Wobei natürlich, wenn jetzt hier auf der rechten Seite Multisensor 1, 2, 3 steht, okay, bei dem einen steht Schlafzimmer, da weiß ich, ist er im Schlafzimmer. Bei 2 und 3 ist es schon ein bisschen schwieriger. Der eine steht hier oder liegt hier. Warte, hier ist er, da. Und der dritte, da müsste ich jetzt schon überlegen, wo ich ihn habe. Ich glaube, der liegt im Bad, okay. Der ist hier, der rechts unten ist noch ganz interessant. Dem habe ich einen Namen gegeben, aber der wollte nicht so richtig und der lässt sich auch nicht so richtig ansteuern. Wenn ich jetzt hier nochmal 3 Bilder zurückgehe, dann gehört er da in diesen Kasten rein. Also diese Lampe dort von Müllerlicht, die wird mit einer Fernsteuerung ausgeliefert. Und genau das Ding ist diese Fernsteuerung. Also die habe ich auch noch nicht geschafft, richtig einzubinden. Sie hat sich zwar angemeldet, aber man kann mit dem Ding nichts machen. Wie auch immer. Also das ist nochmal so ein Experiment. Da hinten liegt es irgendwo, wo ich mich mal einen Abend mal nochmal mit beschäftigen muss. Vielleicht muss ich doch nochmal ein Firmware-Update machen oder sowas, damit ich auch zum Beispiel diese Fernsteuerung in mein Netzwerk integrieren kann. Okay, also Smashing aus. Wenn man dieses Deconst-Tool als Standalone-Applikation startet, dann kriegt man genau dieses Bild. Man kann hier raufklicken, dann sieht man noch ein paar Zusatzinformationen und die Entry Points und so eine Geschichte. Ganz interessant. Gut, das ist so ein bisschen meine Infrastruktur, meine Smart Homes. Man sieht jetzt hier ganz viele Komponenten, die auch ziemlich zusammengefrickelt sind, aber ich finde das irgendwie cool. Ich bin ja Softwareentwickler, schreibe gerne Programme, wobei, wenn man mal jetzt hier in der Mitte Node-RED sieht, hält sich dann das Programmschreiben oder Software-Schreiben oder das Coden auch ein bisschen in Grenzen, weil ich habe dann irgendwann gesagt, na okay, hängt auch damit zusammen, dass ich mich gerade auf Arbeit ein bisschen mit Low-Code-Plattformen beschäftigt habe zu der Zeit. Naja, probierst du mal ein bisschen Node-RED und guckst mal, wie weit man damit kommt. Und letztendlich hat es dann so weit geführt, dass das jetzt die Schaltzentrale ist. Die folgenden Bilder zeigen dann auch die verschiedensten Nodes. Ich werde dann auch gleich noch ein bisschen erzählen, was zu Node-RED interessant ist. Aber im Prinzip ist das die Schaltzentrale, wo alle anderen Systeme irgendwo andocken. Und ja, so sieht im Prinzip die Infrastruktur aus. Also man hat hier irgendwo Node-RED auf einem Server, also auf einem Rechner bei mir, wo auch dann dieser Dresden Elektronik-Stick dranhängt mit Decons. Ich habe da irgendwo noch eine Influx-Datenbank und eine Grafana-Installation drauf, wo man ein bisschen visualisieren kann, wo man noch ein bisschen Daten der Sensoren, der Schalter, der Bewegungsmelder, dann kommt nachher, glaube ich, auf ein Bild, noch ein bisschen archivieren kann und sich das angucken kann. Ja, auf der rechten Seite ist dann so eine Geschichte, das ist so mein altes Wi-Fi-Netz gewesen. Da habe ich ganz, ganz viele Devices mit MQTT-Devices mit ESP-Controllern gebaut. Das war so vorher mein Smart Home, wobei das aber nur Sensoren waren, keine Aktoren. Und ja, die habe ich jetzt natürlich da mit eingebunden in die ganzen Oberflächen, die ich da irgendwo mit geschaffen habe. Und ja, und das ist hier so eine Geschichte, wo ich da mal ein bisschen rumexperimentiert habe. Ein Telegram-Bot und damit kann man dann im Prinzip auch das Smart Home zumindest den Status abfragen und neuerdings kann man auch, glaube ich, alle Lampen zumindest hier im Dachgeschoss ein- und ausschalten über Telegram. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob das datensicherheitstechnisch sinnvoll ist, muss sich jeder selber beantworten, aber für mich war das mal ein Experiment wert gewesen und ich fand das ganz lustig. Kommen vielleicht nachher auch noch ein paar Folien. Okay, Node-RED, hatte ich gesagt, ist so die Zentrale bei mir. Node-RED ist im Prinzip grafisches Entwicklungswerkzeug, was so nach dem Baukastenprinzip funktioniert. Also neuerdings würde man den Begriff Low-Code dafür vielleicht verwenden. Sprich also, man muss nicht unbedingt Ahnung von Programmieren haben. Man hat da mehrere Nodes, die man auf seiner Arbeitsoberfläche
verteilen kann und dann definiert man im Prinzip diesen Datenfluss zwischen den Nodes, verbindet die. Vielleicht muss man dann nochmal so ein kleines Function-Node selber implementieren, aber ich habe einen Kollegen bei mir auf Arbeit, der sagt, also der beschäftigt sich auch sehr extensiv mit Node-RED und ist kein Informatiker oder kein Softwareentwickler, er sagt immer, er baut immer seine Flows so auf, also Flow nennt man dann die Gesamtheit dieser Nodes mit ihren Datenverbindungen. Er baut immer Flows auf, wo er möglichst keine Function-Node schreiben muss und kommt auch immer zum Ziel. Die Frage ist dann immer, wie kompliziert wird das oder und kann man sich das nicht doch ein bisschen das Leben vereinfachen, wenn man da mal eine kleine Function-Node schreibt. Und zwar, man programmiert das im Prinzip in JavaScript, also es ist eigentlich Node.js. Ja, das ganze Zeug ist Open Source seit 2016. Die ursprüngliche Entwicklung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kommt von IBM. Ja, da unten mal ein Link, Node.RED.org zu der Homepage von Node.RED. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten auf der FrostCon 2018 und ich bin der Meinung, ich habe auch mal einen Workshop auf dem CLT das Jahr da drauf gehalten. Vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern. Ansonsten dort mal der Link zu diesem Vortrag von der FrostCon. Und der große Vorteil von Node.RED ist natürlich, es gibt ganz, ganz viele nachinstallierbare Nodes. Also es gibt tausende Nodes, die man dann nachinstallieren kann, die irgendwas können. Unter anderem gibt es eben halt auch Nodes, mit denen man diese Decon-Sticks, also diese Conbi-Sticks von Dresden Elektronik ansteuern kann, die dann im Prinzip unterlagert, die diese REST-API aufrufen. Aber man kann es eben halt cool in Node.RED integrieren. Okay. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich verwende das im Prinzip, dieses Node.RED, das ist relativ zentral in meinem System, zur Steuerung der Devices. Also es wird so ein bisschen Schaltermanagement gemacht, Bewegungsmelder werden abgefragt. Wenn da Bewegung auf dem Bewegungsmelder detektiert wurde, dann werden irgendwelche Lampen angeschaltet, irgendwelche Timer werden gestartet, um zum Beispiel diese Flurtreppen, wo meine Frau immer abends sagt, du hast schon wieder vergessen auszuschalten, wo es dann nach 5 Minuten ausgeschaltet wird, das Ding. Ja genau, da steht es ja, du hast schon wieder vergessen, genau, Ausschaltautomatiken. So eine Geschichten dann, wie gesagt, Sensoren, die dort abgefragt werden und weiterverarbeitet werden, also irgendwelche Temperatursensoren und so weiter. Und natürlich diese berühmte Weihnachtsbeleuchtung, mein Rentier, was da auf der Garage steht, damit man das schön, wenn es dunkel wird, wird es angeschaltet um 22.30 Uhr, wenn ich ins Bett gehe, dann sehe ich es ja nicht mehr, dann wird es wieder ausgeschaltet automatisch und so eine Geschichten. Wird alles dort über Node.RED gesteuert. Ja, dann hat man natürlich im Node.RED auch ein Dashboard oder man kann ein Dashboard zusammenstellen. Und ich habe dort, also im Prinzip als Web-Frontend, und ich habe dort mal implementiert eine Liste aller Devices inklusive Zustand und Werte. Also da sieht man dann bei Sensoren, welche Temperatur, welcher Luftfeuchtigkeit, welcher Luftdruck gerade herrscht. Man sieht den Batteriestatus, wann das Ding das letzte Mal abgefragt wurde und so eine Geschichten sieht man in der Liste der Devices. Es gibt auch eine Liste aller Lichter, die ja auch Devices sind. Da sieht man dann Herstellername, was man übrigens auch bei den Sensoren sieht, ob sie an oder aus sind und so eine Geschichten auch wieder, wann sie das letzte Mal gesehen wurden. Also da habe ich mehrere so eine Listen implementiert. Ich glaube, nachher kommen auch ein paar Bilder. Dann habe ich so eine kleine Konfigurationsseite implementiert in dem Dashboard, wo man zum Beispiel diese Ausschaltzeit definieren kann, wann die Flurtreppe ausgeschaltet werden soll, wieder automatisch, oder ob überhaupt die Flurtreppe angeschaltet werden soll, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert. Das kann man dann ein- und ausschalten, ob man das möchte oder nicht. Und das ist dann so die Killer-Applikation. Ich habe so einen interaktiven Flurplan implementiert. Das war auch im Eingangsbild, glaube ich, ganz oben zu sehen, beziehungsweise kommen da ja auch noch ein paar Folien, wo man im Prinzip alle Devices so schön auf die Stockwerke aufgeteilt sieht und wo man dann auch klicken kann, Status abfragen kann oder eine Lampe ein- und ausschalten kann, eine Steckdose ein- und ausschalten kann und so eine Geschichten, alles in diesem Flurplan, in diesem Dashboard. Aber da werden wir nachher noch, glaube ich, nachher noch ein Slide sehen. 35 ist. Muss mich langsam zusammen. Ah, okay, das packen wir schon. Okay, und dann hatte ich ja gesagt,
Es gibt auch noch ein paar Systeme, die vorher schon da waren, also irgendwelche MQTT-Devices, die dort mit eingebunden werden und der Verknüpfungspunkt ist tatsächlich dann bei Node-RED irgendwo. Da werden dann MQTT-Nachrichten aufgefangen oder gesendet und letztendlich gehen dann eben halt ist da auch noch eine Datenbank dahinter oder diese Telegram-Anwendung, die geht auch über Node-RED. Gut, gehen wir noch einfach mal ein bisschen diese Komponenten durch. Das ist hier mal so ein Flow, mit dem ich im Prinzip angefangen habe. Das ist, fast angefangen hatte. Ich hatte diesen Schalter hatte ich am Anfang nicht gehabt. Aber das ist hier so mal ein typischer Flow im Node-RED, den man implementiert, wenn man einen Schalter hat, wenn man eine Lampe hat und wenn man die steuern möchte. Also sprich, wenn ich auf die 1 drücke, dann soll die Lampe angehen. Wenn ich auf 0 dort in diesem Schalter drücke, dann soll die Lampe wieder ausgehen. Und das ist in so einem Prinzip der relativ einfache Flow dafür, um sowas zu steuern. Also man hat hier auf der linken Seite, das ist so... Da wird im Prinzip ein Event von diesem Schalter abgefragt. Also wenn man drückt, dann wird ein Event erzeugt. Das kann man über dieses Decons-Node abfragen. Man weiß dann auch, welcher Schalter das ist. Wird dann an mehreren Informationen, kann man das dann noch detektieren, was für ein Schalter das ist. Und rauskommt da im Prinzip eine Zahl, je nachdem, welchen Taster man mit gedrückt hat. Hier unten sieht man das, kommt entweder, wenn man die 1 drückt, die 1002 und wenn man die 0 drückt, dann kommt eine 2002. Das ist im Prinzip der Status dieses Schalters, wenn man den drückt und die Lampen, dieses Decons-Node, Output-Node, kann nur mit True oder False arbeiten, also muss man das hier noch ein bisschen umsetzen. Also wenn eine 1002 kommt, dann setzt man das hier in diesem Node als True um. Und wenn eine 2002 kommt, dann setzt man das als False um und dann geht eben halt die Lampe an und aus. Hier sieht man nochmal die Debug-Meldung. Also an der Stelle kommt die 1002 und wird dann hier umgesetzt in True und bei aus genau das Gleiche. Also so muss man sich das vorstellen, relativ einfach. Und ja, mit einer Lampe und einem Scheiß noch nicht so spannend, aber wenn man jetzt dann so mehrere Schalter hat, dann vielleicht auch noch, ja, ich glaube, das kommt dann noch später. Aber wenn man so mehrere Schalter hat, wie zum Beispiel diesen 6-fach-Schalter, den ich da gerade auch nochmal ins Bild gehalten hatte oder den man auf dieser einen Folie gesehen hat, also da muss man sich vorstellen, das sind so 6 Button, die man da so auf so einem Schalter hat. Und wenn man die steuern möchte, das ist hier dieses Ding hier, dann sieht das schon ein bisschen komplizierter aus. Wobei, so kompliziert ist das jetzt ja auch nicht. Hier hat man so eine Art Case-Anweisung im Node-RED. Und dann wird, je nachdem, welcher Schalter jetzt hier gedrückt wird, werden verschiedene Lampen angesteuert. Oder ich habe es dann auch teilweise so gemacht, dass ich Lampen als Gruppen definiert habe in diesem Foscon. Und dann kann man auch Gruppen ein- und ausschalten. Also wenn ich jetzt hier, weiß gar nicht, sieht man das hier? Das war jetzt... Ja, jetzt, ich habe hier gerade den Schalter geschaltet, wo alle 6 Lampen hinter drin sind hier oben. Kann man ein- und ausschalten. Aber gut, ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass es funktioniert, glaubt mir, glaube ich, jeder. Okay. Was jetzt hier nochmal interessant ist, das ist hier so eine Art, hier oben diese beiden Schalter, das ist so eine Art Wechselschalter. Also man muss sich ja vorstellen, unten ist man im Flur und hat eine Flurlampe, die möchte man unten anschalten. Und wenn man hochgekommen ist und nicht auf die Automatik warten möchte, möchte man wieder das ausschalten. Und das nennt man so Wechselschaltung und das realisiert man im Prinzip mit 2 Tastern. Und das ist so ein bisschen dieser Flow-Teil, wo man genau dieses Ein- und Ausschalten über 2 Taster, also so eine Art Wechselschaltung machen kann. Also das kann man dann auch relativ einfach realisieren. Okay, jetzt kommt mit Bewegungsmelder. Also hier wird der Bewegungsmelder abgefragt an der Stelle hier. Und wenn der aktiv ist, dann soll das Licht eingeschaltet werden und hier in dem Fall nach 300 Sekunden wieder ausgeschaltet werden. Also so sieht man, so ungefähr würde das aussehen, wenn man einen Bewegungsmelder integrieren möchte.
Und eine Zeitsteuerung dahinter hat, nach 2 Minuten Bewegungslosigkeit einfach wieder ausschalten. Und ja, das kombiniert man dann vielleicht noch mit irgendwelchen Schaltern, wo genau auch, wenn der Schalter eingeschaltet wird und keine Bewegung ist und so eine Geschichte. Also da gibt es dann so die verschiedensten Abarten, die ich auch teilweise implementiert habe. Und das kann man alles sehr schön im Node-RED implementieren. Okay, was haben wir da oben noch? Ein Ausschalter. Ja, okay, das ist jetzt alles unspannend. Hier ist der Fokus wirklich hier auf diesem Bewegungsschalter in dem Slide. Okay, hier nochmal diese angesprochenen Device-Listen, 2 Stück. Hier habe ich jetzt die Device-Liste, wo nur die Lampen sind, glaube ich. Genau, das sind die Lampen. Also man sieht hier die Bezeichnung. Also Steckdosen werden übrigens auch als Lampen erkannt durch diese REST-API, genauso auch wie die Sirene des Rauchmelders hier unten. Das ist für ihn auch eine Lampe, also ein Ausgabedevice. Ja, und hier sieht man die im Prinzip, also in der ersten Spalte sieht man den Namen, den man vergeben hat, hier der Hersteller, hier die Typbezeichnung des Herstellers und hier bei Type sieht man dann wirklich, was es ist, also eine dimmbare Lampe. Hier übrigens der Range Extender von IKEA oder hier unten eine schaltbare Steckdose, Rauchmelder und so weiter und so fort. Dann habe ich hier eine Spalte implementiert oder reingenommen, diese Tabelle, ob das Ding zurzeit wirklich erreichbar ist. Wenn ein grünes Häkchen da ist, dann ist das Ding gerade erreichbar. Und wenn ein rotes Kreuz drin ist, dann ist es gerade nicht erreichbar. Also gerade so die Steckdosen, die ich für meine Weihnachtsbeleuchtung habe, die stecken dann bei mir hier irgendwo in einer großen Kiste, die ich nur einmal im Jahr raushole. Die würden dann irgendwann dann so aussehen. Hier sieht man auch noch mal das Datum, wann es das letzte Mal gesehen wurde, das Device. Und in der vorletzten Spalte sieht man im Prinzip den Status. Und da sieht man jetzt gerade, gelb heißt dann, das Device ist gerade an, wobei es gerade lustig ist in dem Bild. Das ist, glaube ich, der letzte Status, der war, als das Ding erreichbar war. Deswegen ist jetzt hier gelb, obwohl die Steckdose gerade nicht erreichbar ist. Aber okay, aber wenn die Lampe an ist, dann würde das da gelb sein in der vorletzten Spalte. Und diese grauen Bibusse heißen, die Lampen sind jetzt alle aus dort, bis auf die eine. Ja, und in der letzten Spalte, das ist bei dimmbarem Licht interessant, sieht man im Prinzip die Helligkeit. Wenn man jetzt auch noch RGB-Lampen hat, also die man farblich noch ansteuern kann, dann kann man da auch noch den Farbcode noch abfragen. Zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Bild gemacht habe, hatte ich noch keine RGB-Lampen, deswegen sind die dort in dieser Liste noch nicht drin, auf dieser Slide. Okay, theoretisch könnte man jetzt auch schon hier sagen, okay, wenn ich jetzt hier so raufklicke, könnte ich auch damit die Lampen steuern. Also das würde dieses Node-RED und zum Beispiel auch dieses Tabellen-Node, was ich hier verwendet habe, das sind hier diese Dinger hier, diese blauen, grün-blauen, türkis ist das, glaube ich. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen sage ich mal, das ist türkis. Könnte man jetzt hier auch raufklicken und das so implementieren, dass das Licht angeht und ausgeht oder so eine Geschichte. Könnte man alles noch machen im Node-RED. Achso, hier eine Besonderheit. Bei diesem Node habe ich mal die REST-API mal direkt angesteuert. Also alles andere habe ich sonst immer über diese Deconst-Node gemacht, aber aus irgendeinem Grund habe ich dann mir mal gesagt, ich probiere auch mal diese REST-API aus und es gibt auch einen Node, mit dem man einen HTTP-Request machen kann. Und da habe ich das dann mal von Hand implementiert als HTTP-Aufruf und dann muss man ein bisschen verarbeiten, um das Array für diese Tabelle tauglich zu machen, damit man das dort reinschicken kann als JSON-Objekte beziehungsweise als JavaScript-Objekt. Und genau, also einzige Besonderheit hier bei dem Ding zusätzlich nochmal, hier werden mal wirklich diese nativen HTTP-Requests von dieser API benutzt. Gut, ja, und dann hier dieser interaktive Flurplan, der sieht natürlich schon ein bisschen komplizierter aus. Zentraler Punkt ist da, wo jetzt der rote Punkt ist, wo Flurplan steht. Das ist ein sehr, ich habe eine ganze Weile lang überlegt, wie ich das Ding implementiere und dann habe ich irgendwie mal gesucht und habe dann dieses SVG Graphics Node gefunden und dann Node-RED als nachinstallierbare Komponente
Und letztendlich ist es nichts weiter als, man hinterlegt ein Hintergrundbild. Das ist eine normale Pixelgrafik. Ich habe mich mal ein bisschen künstlerisch beschäftigt und habe da mal mein Haus in drei Stockwerken, also das ist Erdgeschoss, Mittelgeschoss und das ist hier mein Dachgeschoss, mal so aufgezeichnet. Hier unten ist noch mein Garten. Ich habe jetzt die Garage, wo dieser Sensor ist, nicht eingezeichnet. Und das ist hier so eine von meinen Wetterstationen. Ja, einfach mal so als Grundriss gezeichnet und dann im Prinzip in diesem Node, in diesem Flurplan-Node oder in diesem SVG-Graphics-Node implementiert man dann die Grafikelemente, die man auf diesen Hintergrund legen möchte. Und die kann man dann sogar noch ansteuern. Also sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier anklicke, kann ich ein Event definieren und sagen, okay, und wenn ich jetzt dort klicke und die Lampe ist aus, dann schaltest du die Lampe an und umgekehrt. Oder hier ist es mal so schemenhaft mal implementiert. Wenn ich hier auf so ein Instrument hier auf so einem Thermometer klicke, dann wird dieses Event auch abgefangen und dann frage ich aus einer Datenbank, beziehungsweise, nee, das ist ein Objekt in diesem Flow, glaube ich, frage ich dann die letzte gemessene Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck ab. Und hier unten steht dann auch nochmal, wann er das letzte Mal von dem System gesehen wurde. Und wenn man wieder raufklickt, dann geht es aus. Oder beziehungsweise, wenn man hier auf so ein anderes Element klickt, dann werden die Daten zu diesem Element angezeigt. Ja, hier diese rennenden Menschen. Das sind die Bewegungsmelder. Wie man sieht, habe ich genau zwei gerade bei mir irgendwo im Haus. Das ist einmal hier in meinem Büro, wenn ich einschlafe, damit das Licht ausgeht und meine Frau nicht meckert. Und das zweite ist diese berühmte Flurtreppe, die detektieren sollen, wenn dann keiner mehr im Haus ist, dass das Ding nach 5 Minuten abgeschaltet wird oder nach 300 Sekunden. Ja, das sind ja 5 Minuten, genau. Gut, ja. Also das ist dieser interaktive Flurplan. Auf den bin ich eigentlich relativ stolz, weil ich den ganz cool finde. Das ist auch, wenn ich mir mein Smart Home angucke, so die erste Anlaufstelle, wo ich gucke, dann ist da alles da, ist da noch alles ansteuerbar. Also das Bild finde ich ganz lustig. Gut. So, ich hatte gesagt, ich habe nicht nur Zigbee-Devices, sondern ich hatte auch so ein paar MQTT-Sensoren. Die sieht man jetzt hier unten. Die sind natürlich hier mit in diesem Flurplan mit integriert. Deswegen gehört es für mich jetzt zum Smart Home. Letztendlich ist nämlich wirklich nur das, was grau sind Zigbee-Devices. Also diese grauen Temperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren und so weiter, das sind Zigbee-Devices. Das Blaue sind MQTT-Devices und das Grüne ist nochmal was ganz anderes. Ja, da ist so ein Atmel-Mikrocontroller hinter, bla und so weiter. Vollkommen uninteressant jetzt erstmal für den Vortrag. Soll aber nur verdeutlichen, dass ich nicht nur Zigbee-Devices in meinem Flurplan zum Beispiel integriert habe und ansteuern kann, sondern eben halt auch MQTT-Devices oder auch den Status von diesem etwas sehr utopischen Ding abfragen kann. Alles, wie gesagt, über Node-RED. MQTT, also da wir ja gerade über MQTT-Netzwerke gesprochen haben, ich nehme mal an, MQTT wird jeder kennen, ist ja im Prinzip das IoT-Protokoll schlechthin. Ist ein kleines Serverprotokoll, wo man in der Mitte einen Broker hat, einen MQTT-Broker. Und man muss es im Prinzip wie eine Mailingliste oder wie WhatsApp oder wie eine Usenet-Liste verstehen. Man abonniert einen Kanal, man abonniert ein Usenet-Forum oder was auch immer. Und wenn über diesen Kanal was geschickt wird, dann bekommen das alle Leute, die auch diesen Kanal abonniert haben und umgekehrt. Also so ungefähr läuft diese Client-Server-Verbindung ab. Man hat irgendwo in der Mitte den Broker. Clients können sich anmelden an diesem Broker mit irgendeinem Topic, mit irgendeiner Überschrift oder mit irgendeiner Telefonnummer bei WhatsApp oder wie auch immer, wie man das alles definieren möchte. Und wenn was zu diesem Topic, zu diesem Kanal läuft, dann wird das von diesem Broker verteilt. Also der Client sendet das zu dem Broker und der Broker verteilt das an alle anderen Abonnenten. So ungefähr läuft MQTT ab. Übersetzt Message Queuing Telemetry Transport. Okay, der Hinweis, ich habe auch Vorträge dazu mal gehalten, bei der Frostcon glaube ich auch, ein Jahr später oder ein Jahr vorher oder in dem gleichen Jahr, weiß ich gar nicht. Und hier nochmal die Homepage MQTT insgesamt.
Aber letztendlich kennt, glaube ich, jeder IoT-Protokoll schlechthin. Gut, was habe ich da so als MQTT-Devices drinne? Also das sind hier so meine berühmten Sensoren, die ich hier überall im Haus verteilt habe. Man erinnert sich, in diesem Flurplan waren das diese blauen Devices, die irgendwo in meinem Haus oder in meinem Garten rumschwirren, in der Garage oder irgend sowas. Die kommunizieren mit MQTT. Und man kann natürlich auch MQTT in Node-RED abfragen oder MQTT-Nachrichten empfangen oder auch wieder senden. Gibt es entsprechende Nodes dafür? Hier, so sehen die aus. Dieses helllila. Farbenblind. Ich sage nochmal, wenn es nicht helllila ist, dann ist es was anderes. Und damit kann man dann im Prinzip zum Beispiel in dem Flurplan den Status setzen oder so eine Geschichten. Das Ding spielt hier übrigens 13 Uhr nochmal eine Rolle. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Ich habe um 13 Uhr nochmal einen Vortrag. Grüne Firmware heißt der. Da wird dieses Ding hier eine Rolle spielen. Das ist eine Wetterstation, die auch MQTT-Nachrichten versendet, läuft mit einem ESP, und die Geschichte, die da in diesem Vortrag um 13 Uhr ist, erzählt wird, wie bekommt man den im Prinzip so zum Laufen, ohne Steckdose, ewig zum Laufen. Also mit Steckdose, ohne Steckdose, mit Batterie, mit Akkus, mit einem Solarpanel, mit einem kleinen. Das wird um 13 Uhr das Thema sein. Aber für diesen Vortrag nur wichtig: das Ding sendet auch MQTT-Nachrichten, genauso wie der hier, und die werden dort auch in diesem Flurplan angezeigt, zum Beispiel. So, und das ist hier nochmal eine Geschichte. Also das sind ja hier alles passive Sensoren. Aber hier ist nochmal ein Aktor, also eine aktive Komponente. Ich habe hier über meinen Monitor dieses Panel zu hängen, wo ich Datum, Uhrzeit und so ein Zeug anzeige. Ist eigentlich was anderes. Ich habe da dafür mal ein Tetris-Spiel programmiert. Aber wenn ich nicht Tetris spiele, dann wird die Uhrzeit angezeigt. So, und das Problem ist jetzt, hier sieht man das in diesen Sprechblasen, dass wenn man ein Stockwerk tiefer ist und ins Bett geht, man muss sich vorstellen, das ist hier Glas hier in meinem Büro hinter mir, und dieses Ding, das leuchtet relativ hell, und auch wenn man das runterdimmt, sieht man immer noch, dass es leuchtet. So, und dann kam dann immer so, wenn meine Frau ins Bett gegangen ist oder so, dann sagt sie immer: Mensch, da oben brennt ja noch Licht, was ist denn das für Zeug da oben? Und dann sage ich immer, habe ich immer nur gesagt: Ja, das ist meine Uhr. So, und irgendwann hat mich das dann doch ein bisschen gefuchst, dass meine Frau immer wieder den gleichen Spruch loslässt. Und habe dann gesagt: Ja, okay, frei programmiert, MQTT, na ja, warum schickst du da nicht eine MQTT-Nachricht hin, die da irgendwie heißt: Wenn es in Brandenburg dunkel ist und hier oben kein Licht an ist, dann schalte doch dieses Scheißding aus. Und umgekehrt genauso, wenn in Brandenburg, also man kann ja richtig ausrechnen, ob der Sonnenstand so ist, dass es dunkel ist oder nicht dunkel ist oder halbdunkel ist. Also wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Es gibt da so ein, wenn die Sonne 6 Grad über dem Horizont ist, dann ist es irgendwie, ich habe den Begriff jetzt schon wieder vergessen, egal. Auf jeden Fall kann man das ausrechnen. Man muss im Prinzip hier die Geokoordinaten mit eingeben in diesem in diesem Node, und dann kann man sagen, es ist dunkel, es ist nicht dunkel. Wie gesagt, und kein Licht hier brennt, dann wird diese Uhr hier, wo der Punkt gerade drauf ist, ausgeschaltet oder angeschaltet. Oder wenn dann hier Licht ist, oder wenn ich hier Licht anschalte, dann geht auch die Uhr mit an, damit ich weiß, dass es wieder mal 1 Uhr nachts ist und es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Also das ist nochmal so ein Beispiel dafür, dass man mit diesem Flickenteppich an Software und mit Node-RED auch solche Geschichten, die eigentlich artfremd sind, artfremd in Anführungsstrichen, auch damit steuern kann. Bürgerliche Dämmerung bei 6 Grad, genau. Ich meine die bürgerliche Dämmerung. Aber da gab es noch so einen anderen Begriff dafür. Aber ist ja auch egal. Aber wir sind uns einig, was damit gemeint ist. Also im Prinzip, wenn da so ganz kurz vorm Sonnenuntergang wird es ja dann nochmal so ein bisschen dunkel. Und das kann man alles so berechnen. Mit diesem Node hier zum Beispiel gibt es noch andere Nodes, die zur Verfügung gestellt werden von verschiedenen Entwicklern. Ich habe mir dieses da ausgesucht, und okay. Gut. Ja, ich hatte, okay, 55. Ich hatte ja gesagt, Grafana und InfluxDB habe ich auch noch ein bisschen eingebunden, um irgendwelche Status zu archivieren.
und die auch zu visualisieren, nicht in der Node-RED-Oberfläche, in dem Dashboard oder in dem Flurplan, sondern eben vielleicht auch ein bisschen historische Daten. Und dafür benutze ich InfluxDB. Das ist eine Zeitreihen-Datenbank, gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Ein Teil davon ist Open Source. Und Grafana, das ist im Prinzip so eine Art Dashboard, mit dem man Daten grafisch darstellen kann und idealerweise natürlich Zeitreihendaten. Also auf InfluxDB ist auch so eine kleine Serveranwendung, bla bla bla. Ja, ich habe mal einen Influx-Vortrag gehalten, deswegen hier mal der Link dazu. Ah, letztes Jahr sogar bei der FrostCon. Okay. Gut, wie sieht das aus? Hier kommen im Prinzip, das ist ja auch so ein Dekons-Node, mit dem man Events empfangen kann im Node-RED von der API. Sprich, also Schalter ist angeschaltet oder ein Temperatursensor hat jetzt seine Temperatur gemeldet. Bewegungsmelder hat gerade Präsenz festgestellt. Das sind so die Events, die mit diesem Node aufgefangen werden kann. Und letztendlich wird das jetzt ein bisschen umgewandelt, wird in eine Influx-Datenbank reingeschrieben, hier unten. Und damit es da reingeschrieben werden kann, da muss so ein bisschen rumkonvertiert werden. Und Influx, wer sich damit auskennt, ist ja im Prinzip, hat eine HTTP-Schnittstelle, also man macht im Prinzip einen HTTP-Aufruf. Deswegen steht hier auch eine Adresse und ein Port für diese Datenbank. Wer sich ein bisschen mit Influx auskennt, hier habe ich mal Show Measurements gemacht, also welche, das ist jetzt die Messung, wo diese ganzen Dekons-Events landen, und hier sieht man dann die Measurements, die Tags und die Fields, die ich da so ein bisschen irgendwo aufzeichne. Als Anregung von gestern, Harald, habe ich mitgenommen, dass ich vielleicht auch mal den Batteriestatus vielleicht mal aufzeichnen sollte und da hier die Fields nochmal bei den Events und den entsprechenden Devices nochmal ein bisschen erweitern werde. Also das fand ich auch nochmal eine spannende Geschichte, die du gestern erzählt hast. Okay, gut. Wir müssen ein bisschen Ballett machen, weil es ist gleich 11 Uhr. Der nächste Vortrag ist um 11.30 Uhr, glaube ich. Ja, hier sieht man nochmal Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, so wie man das in Grafana so aufzeichnet. Uninteressant, so eine Bilder sieht man 20.000 Mal. Das hier finde ich schon ein bisschen interessanter, wobei das auch wieder datenschutzrechtlich sehr bedenklich ist, wenn man das außerhalb des Hauses zeigt bzw. verfügbar macht. Das ist hier so im Prinzip mal ein Dashboard aus den Events heraus, die ich aufgezeichnet habe, wo man den Status der Schalter sieht oder der Steckdose, wann sie an war und wann sie aus ist oder an war und oder aus war. Das Gelbe ist im Prinzip, da war es an, und das Blaue, da war sie aus. Und viel lustiger hier unten, das ist noch so der Bewegungsmelder hier in meinem Dachboden. Oder der Bewegungsmelder hier auf Flurtreppe. Also hier sieht man dann wirklich, dort, wo gelb ist, da hat er Präsenz festgestellt. Und die Frage ist jetzt natürlich, mich interessiert das schon, aber andere Leute könnten da andere Rückschlüsse draus ziehen. Und deswegen sollte man schon überlegen, ob man sowas rausgibt. Aber kann man eben halt machen. Ne? Man zeichnet die Events auf und stellt die in einer sinnvollen Art und Weise fest. Da in Grafana oder was auch immer. Gut, Smart Home auf Smartphone geht natürlich auch. Ich muss dazu sagen, kleine Anekdote noch, ich war bis jetzt immer ein Nichtbesitzer eines Smartphones gewesen. Ich hatte immer noch so als Bereitschaftshandy für meine Firma noch so einen Nokia-Knochen gehabt. Und irgendwann, aber meine Frau hatte schon ein Smartphone gehabt, und zu Weihnachten hat sie dann irgendwie gesagt, Mensch, mein altes Smartphone, das ist schon so alt, ich kann gar nicht mehr meine Lieblings-App so richtig schön spielen. Und haben wir uns dann entschlossen, dass wir uns beide ein neues Smartphone kaufen. Also ich mein erstes, meine Frau mein zweites. Und dann habe ich natürlich auch angefangen rumzuspielen damit. Geht natürlich, man kann da auch mit seinem Smart Home steuern. Es gibt da so die verschiedensten Apps, die man installieren kann. Ich klicke einfach mal weiter. Das wäre so eine App, die kommt auch ins Dekons-Netzwerk, und man kann damit sich auf einfachste Art und Weise die Sensoren, die Schalter und die Aktoren und so weiter alles anzeigen. Den Status ähnlich wie bei meinen Bildern und Auswertungen.
Oder man kann natürlich auch diese Webseiten aus dem Node-RED, diese Dashboards, sich auf seinem Smartphone anzeigen. Alles auch kein Thema. Sieht vielleicht nicht ganz so schick aus, aber immerhin. Und ja, und eine Geschichte, Telegram. Über Telegram kann man jetzt streiten oder nicht streiten. Ich hab mich irgendwann mal entschieden, Telegram zu machen, kein WhatsApp. Ich habe gestern, wo war das, State of the Union, die Bemerkung gehört, wer WhatsApp nicht mag und Telegram macht, der ist selber schuld. So nach dem Motto gab es da gestern einen Spruch von den Jungs. Hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt, aber letztendlich trotzdem, ich habe mal mit Telegram rumgespielt und habe mich bei so einen Bot kreiert, was man bei Telegram machen kann. Ich habe gehört, bei anderen Messenger geht das auch. Und habe das im Prinzip in meinem Node-RED integriert und ich kann im Prinzip, hier sieht man das auf der linken Seite, mit verschiedenen Kommandos meine Sensoren abfragen oder meine MQTT-Sensoren abfragen oder meine Lichter abfragen. Neuerdings sieht dieser Flow auch ein bisschen komplizierter aus. Ich habe jetzt auch schon Kommandos hinschicken und ich kann verschiedene Lampen hier oben auch per Kommando über Telegram auch wieder ein- und ausschalten. Wie gesagt, Sinnhaftigkeit muss jeder selber entscheiden. Gut, jetzt sind wir im Prinzip so schon am Schluss. Was kommt vielleicht noch als nächstes, was ich mit meinem Netzwerk da noch irgendwo mit meinem Smart Home noch irgendwie realisiere oder was auch nicht realisiere oder ja, was so die angedachten Punkte sind. Es gibt so einen wunderschönen Spruch immer, wenn es dunkel ist und wir kommen von abends nach Hause, meine Frau und ich, dann Standardspruch ist immer, weil ich habe keine Lampe mit Bewegungsmelder draußen, ich suche einen Schlüssel und kannst du mal Licht machen. Ja, wie denn? Ne? Wenn kein Schalter da ist, Taschenlampe hat nicht jeder bei sich immer. Ja, eine Idee wäre vielleicht dann vielleicht doch mal einen Bewegungsmelder hier in dieses Smart Home Netzwerk zu integrieren und eine Lampe an der Eingangstür, dass wenn man da wackelt oder was auch immer oder vielleicht auch, keine Ahnung, mit was anderem das Ding dann einschalten, was auch immer. Das hat bis jetzt immer dran gescheitert oder ist daran immer gescheitert. Ich habe noch keinen, ich muss jetzt allerdings sagen, preisgünstigen Bewegungsmelder für draußen gefunden. Also es gibt einen von Philips. Der ist aber, den finde ich unverschämt teuer. Also er muss ja ein bisschen wasserdicht sein, also witterungsbeständig und so eine Geschichten. Der wäre integrierbar, der kostet weit über 40 Euro irgendwo. Da dachte ich mir, nee, das musste jetzt nicht unbedingt. Deswegen ist es bis jetzt immer dran gescheitert, aber vielleicht bei der nächsten Gehaltserhöhung oder Urlaubsgeld, vielleicht besorge ich mir da doch mal so ein Ding. Ja. Gut, drahtlose Hausklingel wäre jetzt so ein aktuelles Thema. Ich bin nämlich gerade dabei, meinen Zaun draußen zu erneuern und ich habe nur eine Klingel am Haus. Das sind aber 6 Meter durch meinen Vorgarten und da habe ich jetzt schon überlegt, na okay, dann machst du doch so einen Taster daran an deinem Briefkasten da vorne und dann könnte man das auch ins Smart Home integrieren. Ob man jetzt dann die Sirenen des Rauchmelders damit einschaltet, ist eine andere Geschichte. Aber es gibt auch noch Smart Home Devices, wo man dann nur eine Klingel simulieren kann oder was auch immer. Ja, vernetzte Rauchmelder habe ich schon angefangen, ist aber noch nicht so weit, dass ich das in jedem Raum habe. Aber das ist auch nochmal so ein Thema, was als nächstes kommt. Und ja, ich habe so ein paar utopische RGB-Lampen und Lampen, die man dimmen kann, sind sie ja fast alle, dass man da vielleicht noch ein bisschen rumspielt. Dimmen kann ich schon. Ich habe hier eine Lampe hier an meinem Schreibtisch, wo ich einen Ein- und Ausschalter habe. Und wenn ich da auf Ein drücke, dann wird sie hell. Und also längere Zeit auf Ein drücke, dann wird sie hell. Und wenn ich längere Zeit auf Aus drücke, dann wird sie auch wieder dunkel. Das geht schon. Aber ich habe so eine utopische RGB-Lampe. Da bin ich noch nicht zurechtgekommen, die mit den Farben anzusteuern, dass genau das rauskommt, was ich gerne möchte. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die Farbe, die ich da zusammenmische, gar nicht richtig erkenne. Wie gesagt, Rot-Grün-Schwäche. Okay. Ich glaube, das war's. Okay, Zusammenfassung. Für mich ist der wichtige Satz, der da unten. Die Frage ist ja immer, warum benutze ich nicht irgendeine Standardanwendung wie Home FEM oder Home Assist, Assistant oder was es da alles gibt an Open Source oder nicht Open Source. Ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ich will meine eigenen Ideen auslaufen. Ich habe schon teilweise meine Devices hier, die ein bisschen
komisch sind. Und deswegen habe ich mir gesagt, ja, okay, ich stricke mir mein eigenes System zusammen, ich verstehe dieses eigene System und ich weiß auch, wo ich hingreifen muss, um irgendwas Neues zu integrieren, irgendwas Neues zu machen oder irgendeine neue Idee zu implementieren. Deswegen benutze ich kein fertiges System, sondern diesen bunten Flickenteppich, den ich im Prinzip jetzt in der letzten Stunde ein bisschen vorgestellt habe. Okay, Fragen? Ansonsten danke, dass ihr mir zugehört habt. Ja, ich bin am Ende. Ich hoffe nicht, also hoffe nur an dem des Vortrags. Ja, danke für den Vortrag auf jeden Fall, für die vielen Einblicke und Ideen, wie du das gelöst hast. Ganz bisschen Zeit haben wir noch, bisschen Pause ist ja noch. Ja, habt ihr noch Fragen? Ihr könnt auch gerne eure Mikrofone anschalten, wenn der Moderator die Mikrofone freigibt. Ansonsten, ich gucke auch auf den Chat. Der Harald tippt, sagt, stellt da gerade. Nö. Nein, habe ich nicht veröffentlicht, aber wenn du dich dafür interessierst, dann mail mich doch einfach an und dann kann ich dir ein paar ausgewählte Notes schicken oder Flows schicken, so als JSON oder sowas, so wie das aus Node-RED exportierbar ist. Gerne. Also mail mich einfach mal an.